Kundschaft. Oh, eine trojanische Torte. Clever. Herr Wopp, wir haben diese Sendung nicht besetzt, damit Männer mit ihren Bällen spielen. Ja. Das ist mir doch egal. Sag mal, haben Sie eigentlich schon mal an Ihre Zukunft gedacht? Was? Wie? Altersvorsorge? Sie kriegen nicht einen müden Rentenpunkt für Ihre Besetzung hier. Das ist. Das, ja, ne, da werden die Gesichter lang, wo die Gedanken kurz sind. Ich weiß, ja. Das ist schon hart. Aber ich habe da was für Sie. Privatvorsorge. Moment mal. Wie ist mit der Betriebsrente? Betriebsrente? Wollen Sie doch mal? Betriebsrente, die steht doch auch im neuen Koalitionsvertrag. Ja, 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 und Sie haben spannend, die große Chance, einer der Ersten zu sein. Komm, ich erkläre Ihnen das mal. Ist das der Wahnsinn? Wie machen wir das am besten? Vielleicht ein kleines Rollenspiel. Pass auf, Betriebsrente, Privatvorsorge. Herr Sieber, ich würde sagen, in so einem kleinen Spiel, Sie sind der Sparer. Ja, wie kommen Sie jetzt da drauf? Nur so geraten. Und Herr von Wagner, Sie sind der Staat. L'état, c'est moi. Mutti bin ich. Wunderbar. Und Herr Busse ist Rentner. Also irgendwas muss an mir sein. Ja, aber Herr Busse, Sie sind nicht irgendein Rentner. Sie sind Herr Sieber in 40 Jahren. Mein Gott, ich habe mich aber echt nicht gut gehalten. Ne? Ist ja auch kein Wunder bei dem Ausgangsgesicht. Und dann... Was bin ich denn? Herr Uthoff, Sie sind der Betrieb und bieten ab jetzt eine Betriebsrente an. Kostet das was? Nee, kein Cent. Sie erlauben einfach nur mir, mit Ihren Mitarbeitern Verträge abschließen zu dürfen. Weil es über den Chef geht, wirkt das seriöser. Alles klar. So, machen wir mal anfangen, Herr Sieber. Ja? Was wollen Sie denn zurücklegen, alter Schwabe? Wie ich Sie kenne, würde ich mal sagen... Maximaler Betrag, oder? Das ist jetzt aber ein übles Klischee, du. Ja, ich kann nicht anders. Ja, das 4% vom Gehalt monatlich, 40 Jahre lang. Und jetzt kommt der Clou. Der Staat hilft auch noch mit. Ja, dank Mutti, da sparen Sie, also da zahlen Sie weniger Steuern und weniger Sozialabgaben. Herr Sieber, ist Ihnen nicht gut? Nein, also fürs Alter vorsorgen und dann noch Steuern sparen, da kriege ich einen Orgasmus, du. Aber es kommt noch besser. Ich pack auch noch was oben drauf. Und zwar Zins und Zinseszins. Ich halt's nicht aus, du. Sehen Sie, wie überlegen die Privatvorsorge? Ja. Ach, gucken Sie mal, Norbert Blüm. Oh, wo ist das denn? Wo? Oh. Ist der irgendwie... Ist er schon weg. Ach so. Oh, beruhig. Ja. Pass mal auf. Ihr Geld, das arbeite ich jetzt für Sie. Also Leute, es ist soweit. Ja. Ich gehe jetzt in Rente. Ja. Alter, Rente. Also das kommt mir denn doch ziemlich wenig vor. Das ist ja viel weniger, als ich einzahlt habe. Das täuscht aus der zeitlichen Distanz. Das immer so ein bisschen. Moment, das will ich mal in Zeitlupe sehen. Ja. Norbert Blüm. Halt, Herr Wurm. Herr Wurm, Sie nehmen ja von jedem monatlichen Beitrag 20% für sich selber in die eigene Tasche. Das ist Diebstahl. Ja. Nee. Das sind Provisionen und Gebühren. Und was ist mit den versprochenen Überschüssen? Ja. Das sind freiwillige Leistungen. Aber Sie haben es doch versprochen. Ja, das stimmt. Ich habe mich versprochen. Ach. Und was ist mit den garantierten Zinsen? Wie hoch sind die? Ja, die sind so um und bei Prozent. So. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das sind so ungefähr... 1,5%. Was? 1,5%? Das langt ja nicht mal für Altersarmut. Das ist immer noch mehr, als ich hier habe. Als hätte da noch einer was weggenommen. Moment. Zeitlupe. Oh, Norbert Blüm. Moment. Moment mal, Frau Merkel. Ja. Frau Merkel, Sie stecken ja mit dem Bob unter einer Decke. Ach was, die Rente muss eben besteuert werden. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie fördern die betriebliche Altersvorsorge. Ja, die Vorsorge schon, aber nicht die Rente. Sie greifen in den Klingelbeutel. Beim Rausgehen
Hauptsache, man hat gesehen, dass Sie vorher gespendet haben. Na, also das ist jetzt reine Polemik, aber absolut richtig, ja. So. Was soll das jetzt? Was ist das? Naja, das sind jetzt Beiträge, Krankenkasse, Pflegeversicherung. Die müssen Sie auch zahlen. Anteilig auch für Ihren Chef. Deswegen heißt sie auch betriebsrente. Also das ist ja totaler Beschiss. Der Arbeitnehmer wird doppelt ausgenommen und der Arbeitgeber, ich fahre ihn raus. Da wäre ich doch mit der gesetzlichen Rente viel besser bedient gewesen. Das ist reine Polemik, aber absolut richtig. Mit Ihnen habe ich keine Zukunft. Ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt. Der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge. Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wop. Ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Oh. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Victoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Otthoff, Sie sind die Privatversicherung. So. Wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Na, dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten. Indem Sie sich ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich, aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem, den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns? Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so. Die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Gerhard Schröder. Ja. Meutel, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja. Der arbeitet doch für uns, den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja, Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi, Baby, du machst jetzt mal in vielen Zeitungen eine Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab. Und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die gesetzliche Rente nicht kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert. Und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Ja. Da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA ja? Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt auch bei der Ergo ja. Und bei der Victoria. Ja. Sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt, mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe
Leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was? Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay. Millionen in Vortragshonoraren. Ach, ha? Schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben Sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, Herr von Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente, verstehen Sie, die alle einzahlen. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? Was? Ja. Was? Ja, ja, ja.